Peru News heute alles, was Sie über Peru wissen müssen. Das peruanische Team verlor seinen Platz in der FIFA-Rangliste nach Spielen gegen Paraguay und Brasilien in der Qualifikation 2026. Das peruanische Team fiel in der FIFA-Rangliste nach den Ergebnissen in den ersten beiden Spielen der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 ab. Und es ist so, dass die Bicolor nach der Niederlage gegen Brasilien und dem Unentschieden gegen Paraguay ihre Positionen zurückfielen. Das Team von Juan Reynoso ist in der FIFA-Rangliste vom 21. auf den 22. Platz zurückgefallen und hat nach den beiden Spielen gegen Paraguay und Brasilien vor der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026, die in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird, 1551,91 Punkte. Die argentinische Nationalmannschaft führt die FIFA-Rangliste an. Argentinien liegt mit insgesamt 1851,41 Punkten an der Spitze der Rangliste. Frankreich liegt mit 1840,76 Punkten auf dem zweiten Platz, Brasilien belegt mit 1837,61 Punkten den dritten Platz und England liegt mit 1794,34 Punkten auf dem vierten Platz. Es sei darauf hingewiesen, dass die peruanische Mannschaft am 12. Oktober um 19 Uhr gegen Chile und am 17. desselben Monats im Nationalstadion gegen Argentinien antritt. Diese beiden Spiele sind entscheidend dafür, ob es der Bicolor gelingt, sich für die Weltmeisterschaft 2026 zu qualifizieren. Top 10 der FIFA-Wertung für die WM 2026. 1. Argentinien 1851,41 Punkte. 2. Frankreich 1840,76. Punkt 3. Brasilien 1837,61. Punkt 4. England 1794,34. Punkt 5. Belgien 1792,64. Punkt 6. Kroatien 1747,83. Punkt 7. Niederlande 1743,15. Punkt 8. Portugal 1728,58. Punkt 9. Italien 1727,37. 10. Spanien 1710,7. Peru News Today. Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.